Großbrand mit einer 250.000 Euro Sachschaden, eine Lagerhalle mit Kfz-Werkstatt und zahlreichen Personenwagen stand kurz vor 1 Uhr heute Nacht im niedersächsischen Steinhude im Vollbrand. Ersten Vermutungen zufolge soll das Feuer aus noch unbekannten Gründen in dem Werkstattbereich ausgebrochen sein. Insgesamt 70 Feuerwehrkameraden waren im Einsatz. Ja, die Feuerwehr Steinhude wurde hier heute Nacht zu einem Feuer in einem Gewerbebetrieb alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnte bestätigt werden, dass sich die Halle in Vollbrand befindet. Darin befindet sich eine Kfz-Werkstatt mit mehreren PKWs, die hier brannten. Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte hier ein Übergreifen auf weitere Gewerbehallen verhindern. Insgesamt wurden hier durch Nachalarmierung 4 Ortsfeuerwehren mit 70 Einsatzkräften an die Einsatzstelle bestellt. Dazu kommt noch die Polizei, die derzeit die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat, zu der wir derzeit keine Aussage treffen können. Einfach mal bezeichnet, die einfach mal an. Aus dem Platz perfekt.